Hallo zusammen, wir häkeln heute mit euch dieses Muster. Ein sehr schönes Muster, ist sowohl für Oberteile als auch zum Beispiel für Schals und Tücher geeignet. Musterrapport besteht hier aus 6 Maschen und 2 Reihen. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Häkeln. Für das Muster schlage ich die Luftmaschen an. Dazu gehe ich unter den Faden, ziehe diese hoch und drehe den Haken einmal um, halte hier unten fest und häkle die erste Luftmasche. Und dann häkle ich weitere Luftmaschen. So, in die fünfte Luftmasche häkle ich jetzt das erste Stäbchen. Also Umschlag in die fünfte Luftmasche, ein Stäbchen, Faden holen, die ersten zwei Schlingen durch, die zweiten zwei Schlingen durch, das ist ein Stäbchen. Jetzt häkle ich 2 Luftmaschen und nochmal ein Stäbchen in dieselbe Stelle steche ich ein und häkle das zweite Stäbchen. Schaut es aus. Jetzt häkle ich 2 Luftmaschen zwei Maschen überspringe ich in die dritte Masche, häkle ich eine feste Masche. Zwei Luftmaschen. Zwei Maschen überspringe ich in die dritte Masche häkle ich ein Stäbchen, zwei Luftmaschen und in dieselbe Stelle nochmal ein Stäbchen. Zwei Luftmaschen, zwei Maschen überspringen in die dritte Masche, eine feste Masche. So, und das Ganze wiederholen wir stets. Also wir haben jetzt hier die feste Masche gehäkelt. Jetzt wiederholen wir die Stäbchen, also 2 Luftmaschen, 2 Maschen überspringen, 1 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 1 Stäbchen. Zwei Luftmaschen, ein Stäbchen, eine feste Masche eigentlich. So, so schaut es aus. Also wir haben jeweils eine feste Masche, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, eine feste Masche. Und so häkeln wir dann die Reihe weiter. So, und am Ende der Reihe habe ich 2 Stäbchen, 2 ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen gehäkelt. Jetzt überspringe ich eine Luftmasche in die zweite Luftmasche, häkle ich jetzt ein Stäbchen. So, und die nächste Reihe beginne ich mit 3 Luftmaschen. Wende das Ganze. So, jetzt haben wir hier diese 2 Stäbchen und dazwischen die 2 Luftmaschen. Da häkeln wir jetzt 3 Stäbchen, eine Luftmasche, 3 Stäbchen. Also Umschlag, hier ein Stäbchen, die ersten 3 Stäbchen häkeln. Eine Luftmasche. Und in dieselbe Stelle steche ich ein und häkle nochmal 3 Stäbchen. So, jetzt überspringe ich alle Maschen und gehe wieder da zwischen diesen beiden Stäbchen und häkle wieder das gleiche. Also hier die feste Masche überspringe ich und hier steche ich nochmal ein und häkle wieder 3 Stäbchen, eine Luftmasche, 3 Stäbchen. Eins,
eine Luftmasche und nochmal drei Stäbchen in dieselbe Stelle. Und so schaut es aus und dann wiederholen wir stets. Also die feste Masche überspringe ich und hier zwischen den beiden Stäbchen häkle ich drei Stäbchen, eine Luftmasche, drei Stäbchen. Und jetzt bin ich am Ende der Reihe, da habe ich auch wiederum diese sechs Stäbchen gehäkelt und jetzt häkle ich noch hier zwischen den beiden Maschen ein Stäbchen. So schaut es aus. Also Musterrapport besteht dann eigentlich aus zwei Reihen. Wie wiederholen wir jetzt die erste Reihe? Also ich beginne mit drei Luftmaschen, wende das Ganze und häkle jetzt hier in diese Luftmasche zwischen den Stäbchen ein Stäbchen, zwei Luftmaschen und nochmal in dieselbe Stelle ein Stäbchen. So, jetzt häkle ich zwei Luftmaschen und hier zwischen diesen Stäbchen häkle ich eine feste Masche. So, zwei Luftmaschen. Jetzt wiederum hier in die Spitze häkle ich ein Stäbchen, zwei Luftmaschen und nochmal ein Stäbchen. Zwei Luftmaschen und hier unten zwischen den Stäbchen häkle ich eine feste Masche. Zwei Luftmaschen. So schaut es aus und das wiederholen wir dann stets. Also in die Spitze ein Stäbchen, zwei Luftmaschen, ein Stäbchen. Zwei Luftmaschen und eine feste Masche da unten. Jetzt bin ich am Ende der Reihe. Da habe ich ein Stäbchen, zwei Luftmaschen, ein Stäbchen gehäkelt. Also die Luftmaschen lasse ich jetzt aus. Und häkle hier zwischen gehe ich rein und häkle ein Stäbchen. So, und dann wiederholen wir die nächste Reihe genauso wie die zweite. Und zwar, ich beginne dann wieder mit drei Luftmaschen, wende das Ganze und dann häkle ich hier zwischen den Stäbchen drei Stäbchen, eine Luftmasche, drei Stäbchen. So, die feste Masche überspringe ich und hier zwischen den beiden Stäbchen häkle ich wieder das gleiche, drei Stäbchen. Eine Luftmasche, drei Stäbchen. So, und so schaut das Ganze aus. Ich häkle dann noch weitere Reihen und euch wünsche ich auch viel Spaß beim Häkeln. Macht mit, probiert aus. Abonniert meinen Kanal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.